Hallo liebe Leute, guten Tag. Mein alter Spruch, ja, hallo liebe Leute. Ja, wie soll ich euch ansprechen? Hallo Freunde, ist ja nicht jeder mein Freund. Kennt ihr den Spruch, der bei der Mafia sehr beliebt ist? Ja, ich bin nicht bei der Mafia, aber ich kenne natürlich deren Gepflogenheiten. Ja? Ich war ja nicht umsonst Jahrzehnte Polizist und Detektiv. Dein bester Freund wird eines Tages dein größter Feind sein. Merkt euch diesen Satz. Ich weiß, dass es stimmt. So Leute, ich habe was ganz anderes. Ich habe hier mein Tablet mitgebracht. Ich kann mir das nicht alles merken, was die Leute hier schreiben. Und ich will euch jetzt hier was vorlesen, weil es betrifft euer Leben, auch meins. Und man weiß ja nicht, ob das nun sofort eintritt oder etwas später. Geht mal davon aus, es passiert ab 1. April. Weil wenn es passiert, sagen die Leute, ach, das stimmt ja nicht, das ist ein April-Scherz. Ja. Oh Gott, was ist denn nun das? So, es gibt einen Zeitplan für die 10 dunklen Tage. Habt ihr bestimmt gehört, ja, von Trump oder QAnon. Ich lese jetzt mal ein paar Punkte vor, die dann eintreten werden. Ausrufung des militärischen Ausnahmezustandes, komplette Ausgangssperre für Personen und Tiere, außer Notdienste, Schließung aller Finanzinstitute, Abschaltung der Bankkonten, und online. Und das Online wird abgeschaltet. Ich muss das mal ein bisschen reinholen. Absolutes Besuchsverbot. Und vollständige militärische Bewachung sämtlicher neuralgischer Punkte. Gaswerke, Wasserwerke, Windanlage, Tunnelbrücken, Schleusen. Abschaltung des mobilen Telefonnetzes. Und Datennetzes. Parallel Stilllegung des Internets. Partielle Stromabschaltung ist möglich. Rücktritt sämtlicher Landesregierungen und Parlamente. Rücktritt der Bundesregierung, Auflösung des Bundestags, Ratifizierung und Inkrafttretung des Goldstandards in Gesara-System durch die Unterschrift von Trump. Müsst ihr mal gucken in Google, was Gesara bedeutet. Information der Weltbevölkerung über alle Verbrechen gegen den Humanismus durch die Kabale über TV, Radio, Internet und die SEF,
Zeef Presse. Also Leute, ich habe das auf Facebook gepostet. Ich glaube nicht, dass sie mich deshalb sperren. Es ist ja eine offizielle Bekanntgabe der Besatzer, denke ich mal. Und es wird hier richtig zur Sache gehen. Ist ja bekannt, wir wissen doch alles. Die haben doch schon vor Monaten, haben die doch schon. Ich habe das doch auch immer in Facebook gepostet, in meiner Facebook-Gruppe Informationen außerhalb der Lügenmedien. Trump hat gesagt, Strom wird abgeschaltet, kann für ein halbes Jahr abgeschaltet werden. Es gibt sogar, ich habe mit einem höheren Eingeweihten gesprochen, der einem 4-Milliarden-Unternehmen vorsitzt, der sagt, die haben eine Technologie, also der tiefe Staat hat eine Technologie, die können jeglichen Strom weltweit alles ausschalten durch ein Magnetsystem, das rund um die Welt gespannt ist. Und das passiert doch alles. Es wird alles, es ist doch der Kampf zwischen der satanischen Welt und dem, was Trump alles organisiert, den guten und den bösen Mächten. So, da ist alles noch gar nicht so entschieden, weil die satanische Elite, die hat sehr, sehr starke Waffen. Ja? Die können Erdbeben auslösen, die können Hab auslösen, die können Brände auslösen. Die können so viele Sachen machen. Jetzt ist der Coronavirus da, der eigentlich inszeniert wurde von den dunklen Kräften. Ja? Es ging darum, um die Leute zu impfen. Und Dr. Leonard Coldwell hat ein Buch geschrieben, Impfen ist Mord. Und sein Verleger wurde ermordet. Dann hat er einen zweiten Verleger gehabt, der wurde auch ermordet. Auf ihn wurden 8 Attentate verübt. Ja, die Impfmafia, die ist gigantisch, Leute. Die ist gigantisch und stark und mächtig. Und er ist in den USA und hat auch die Rückendeckung von Trump, kann man auch sagen. Weil er berät Trump im Gesundheitsbereich. Oh Leute, was hier auf uns zukommt, das ist von hoher Bedeutung. Es kann also sein, er geht zur Bank und es kommt kein Geld raus. Kann mir auch passieren. Ja, wobei bei mir ist es nicht so schlimm, ich habe nicht so viel. Ich habe zwar mal 1 Million mit deiner Erfindung verdient, aber ich habe wieder in neue Erfindungen investiert. Und ich werde auch neue Projekte machen. Die Messias-Maschine wird nun in der Türkei fertiggestellt und in Serie dann produziert. Die Schwungradmaschine, die auch Strom erzeugt, wird auch in der Türkei hergestellt. Ich habe auch dafür einen sehr starken Partner, der die Fertigungsmaschinen hat in der Schweiz, der wird auch mitkommen. Ja, wir bekommen sogar von der Türkei eine Riesenfläche Land zur Verfügung gestellt, 20.000 Quadratmeter, und kriegen eine Halle draufgesetzt, die wir gar nicht bezahlen müssen, nur dass wir jetzt unsere Produktion da machen können. Ja, Türkei, wenn ich Türkei sage, da zucken die Leute immer zusammen. Türkei, muss ich sagen, ist das sicherste Land der Welt. Es gibt noch eins vielleicht, das mitteilen kann, das ist Russland. Aber könnt ihr Russisch? Nein. In der Türkei spricht man wenigstens Deutsch, jedenfalls viele. Und in den USA, Trump hat erzählt, es gibt eine Stadt in den USA, da werden pro Jahr 3000 Leute erschossen. Was ist denn mit unserer satanischen Einwanderungs... Ich muss vorsichtig sein, wie ich mich hier ausdrücke. Nein, zurück, streichen, Stornung. Mit den Einwanderern, die jetzt gekommen sind. Mit den Messerattacken, den Tausenden. Wer hat die denn abbestellt, Leute? Wer hat die denn abbestellt? Der, die abbestellt hat, hat die auch bestellt. Ja, Leute. Es sind keine Messerattacken mehr. Dank Corona. Ja, und Corona ist 2010 schon bei den Simpsons gelaufen, genau unter diesem Namen, und 2012 in der Regierungserklärung der Bundesregierung auf Seite 55 steht schon, Corona wird ausbrechen, mich juckt die Nase, kriege ich eine drauf.
Ja, es ist so eine komische Luft hier. Es fliegen schon irgendwelche Sachen wieder durch die Luft hier. Obwohl keine Chemtrails mehr sind. Also, die haben gesagt, man muss. Ich war dabei, wer hat denn jetzt die Attacken da abgestellt? Ja? Es wird auch jetzt berichtet, was die satanische Elite alles für Verbrechen gemacht hat. Ja, dann werdet ihr in Ohnmacht fallen. Ich habe viele Sachen in Facebook früher schon gepostet von Trauco Dickerott. Und es hat keinen interessiert. Ja, liebe Leute, die Zeit ist im Wandel und am Ende soll die goldene Zeit kommen. Es sind jetzt kürzlich, habe ich berichtet, sind 200 Busse mit 10.000 Soldaten Richtung Russland gefahren. Ich war dann etwas beunruhigt, habe dann eine bestimmte Stelle angefragt. Man sagte, nee, die gehen in die Ukraine. Oha, was ist da denn wieder los? Ja, es ist alles in Hektik und im Wandel. Und wir gehen ja nach Fethiye in der Türkei, das ganz im Süden gegenüber von Rhodos. Haben dort ein Apartment-Hotel, bauen das aus, bauen das auf, renovieren das, machen alternative Heilung. Wir verkaufen dort auch super Luxusvillen. Wer möchte, und ich sag's mal vorsichtig, wer zur Bank geht und dort ein richtiges Paket Geld hat und dann nicht mehr rankommt, ja, kann ja sein, weil die Automaten das nicht hergeben und die Bank zahlt so viel nicht aus. Wer da ein Polster hat und nicht weiß, was er damit machen soll. Bevor das weg ist, wenn Banken dicht machen, ich kann es euch nur sagen, wenn Banken dicht machen, sind die Gelder weg, alle Ersparnisse, auch Girokonto, alles weg. Die dürfen das einbehalten. Da gibt es Regelungen darüber. Wer jetzt zur Bank geht und da ein Polster hat und nicht weiß, was er damit machen kann, weil er es nicht abholen kann, der könnte es rein theoretisch, ich sag's nur, dass er nicht zu mir sagen könnte, ja, hättest mir doch mal was gesagt. Weil es sind Leute, die auch in die Türkei wollen, die Türkei kennen, die Türkei lieben, die auch ein Polster haben. Dann könnte das auf ein Treuhandkonto in der Türkei von hier aus überweisen auf dieses Treuhandkonto. Das ist dann euer Geld. Damit könnt ihr dann ein Bungalow kaufen oder könnt ihr euch bei uns im Apartment Hotel eine Wohnung kaufen oder mieten oder was auch immer. Das, was ihr dann schickt in Euros, wird umgetauscht in türkische Lira und steht euch zur Verfügung. Türkische Lira ist deshalb sicher, weil sie eine goldgedeckte Währung wird in Zusammenarbeit mit russischen Banken. Glaubt mir das, Leute. Ich würde das nicht sagen, weil ich bin doch selbst einer, der dieses nutzen wird und nutzen kann und nutzen darf. Leute, ihr müsst ja gar nichts machen. Ich biete es nur an. Ja? Wenn ihr mich fragen wollt zu Details, schreibt mir scheffler-folger@web.de. Das, was ich vorgelesen habe, ist für den 1.4. geplant gewesen hier in dieser Aussage. Das ist am Dienstag. Also ihr habt morgen Zeit, euch zu informieren, ob euer Geld noch da ist. Und ob ihr noch rankommt und wie viel ihr holen könnt. Und wenn ihr nicht viel genug holen könnt, wenn da noch was drauf bleiben muss, könnt ihr das sichern über mein Treuhandkonto in der Türkei. Ihr müsst nicht mal hinfahren. Ihr könnt es von hier aus überweisen, auch egal welche Summe. Und das wird dann umgewechselt in türkische Lira. Unsere Leute werden das machen, die mit dahin fahren. Ja, wir haben einige, die schon ein paar Mal dort waren und gemeinsam mit mir was aufbauen. Die werden das machen. Hier ist das Geld nicht sicher, das kann ich euch 1000% sagen. Ja, ihr könnt es abholen, wenn ihr nicht so viel drauf habt, könnt ihr es abholen, klar, damit könnt ihr immer bezahlen, selbst wenn eure Bank kaputt ist. Wer ist denn kaputt? Die Deutsche Bank, die ist doch ganz unten im Keller und die Commerzbank ist doch auch unten im Keller. Und die Sparkassen zappeln doch auch nur am letzten Zipfel rum,
Leute, es wird doch alles anders werden. Ihr wisst doch, es kommt doch eine andere Währung. Deshalb, das sicherste Land der Welt ist die Türkei für mich. Ich war 30 Mal da in 60 Städten seit 1996. Ich weiß es und es ist das beste Land. Es ist das schönste Land. Ihr habt Sommer, ihr habt Palmen, ihr habt Orangen, ihr habt Zitronen, ihr habt gesunde Ernährung, die besten Kräuter und die Lebenshaltungskosten sind sehr niedrig. Ihr könnt mit 300 Euro im Monat leben wie ein Fürst. Ja. Miete ist niedrig, Krankenversicherung kostet 110 Euro im Jahr. Leute, ich singe immer dieses Lied, obwohl man mir gesagt hat, hör auf, die Türkei so zu loben, du löst nur Hass aus. Ja, aber was ist das, was hier ausgelöst wird? Es ist Hass, der auf euch selbst zurückfällt. Auf euch selbst fällt der Hass zurück. Ihr seid diejenigen, die darunter leiden müssen. Hass auf Trump, Hass auf Erdogan, Hass auf Putin, fällt alles auf euch zurück. Die ganzen Migranten, ich habe nicht gehört, dass einer gesagt hat, er liebt euch. Ja? Nicht ein einziger, im Gegenteil. Die hassen euch, ja, die hassen euch. Ich selbst habe die deutschen Menschen wirklich hassen gelernt, als ich Polizist war, ja. Ich habe die deutschen Menschen hassen gelernt. Aber ich bin dann zum Glück in die Türkei gekommen, 1996, und dann lernte ich durch die guten Menschen in der Türkei, was Liebe wirklich ist. Sie haben mich geliebt und lieben mich heute noch. Ich habe sehr viel für die Türkei getan, In Deutschland würde ich keinen Finger mehr rühren, das dürft ihr mir glauben. Aber nicht wegen euch, sondern wegen dieser korrupten Organisation, die wir hier haben. Korruptes Land, korruptes Europa, alles korrupt. Aber das wird beendet werden, das ist ja das Gute. Okay, liebe Leute, ich habe euch jetzt ein bisschen was aus meinem Seelenleben erzählt. Schreibt mir hier an jeffler-folger@web.de oder lasst es. Alles Gute. Ciao. Ciao, ciao, ciao.